Hallo. Ja, guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Guido Prüssing. Ich sitze hier im wunderschönen Hamburg. Sonne scheint, habe ich gehört draußen. Ich bin der Director Global Credit Risk bei ADM. Bin seit ungefähr 3 Jahren bei ADM, habe mal ganz ursprünglich einen Bankenhintergrund. Aber das ist ganz, ganz lange her. Daher das kurz zu meiner Person. Ich dachte, ich fange vielleicht mal an und gebe einen kurzen Einblick, wer und was ADM ist. Die Firma ist einigen sicherlich nicht geläufig, vielleicht auch vielen. Erstmal einen gewissen Zahlenfriedhof. Wir sind eines der Fortune 500 Unternehmen, gehören mit zu den Gründungsmitgliedern, also gute 120, knapp 120 Jahre alt, machen ungefähr 65 Milliarden Umsatz. Market Cap Jahresende waren 26 Milliarden, die Zahlen sind alle in US-Dollar. Der ist jetzt ein bisschen runtergegangen im Zuge von Covid, obwohl unsere Ergebnisse stabil sind und tatsächlich das erste Halbjahr trotz Covid besser war als das Halbjahr davor. Wir haben mehr als 800 Produktionsstandorte weltweit. Wir verkaufen in 200 Länder. Und das ist das ganz Schöne, wir sind mehr als 38.000 Mitarbeiter. ADM selber hat ein Credit Rating von A, sind ganz solide. Das Credit Rating wurde auch in der Mitte der Pandemie nochmals bestätigt, sodass wir glauben, wir sind ein ganz gut aufgestelltes Unternehmen. Jetzt sind Zahlen natürlich sehr tot. Vielleicht ist spannender die Frage, was ADM eigentlich macht. Wir nennen uns selbst eine Ernährungsgesellschaft, ein Nutrition Company. Sämtliche Folien, das vielleicht zur Erläuterung, sind auch in Englisch, da das Webinar auch nochmals in Englisch erfolgt. Das zum Thema. Wir sind ausschließlich pflanzlich unterwegs. Das heißt, wir fangen tatsächlich bei der Ernteerfassung an, weltweit in den großen Getreide-, Ölsaatenländern. Das betrifft auch Deutschland, das ist die Ukraine, das ist natürlich ganz stark Südamerika, das ist der Heimatmarkt in Nordamerika. Das betrifft so Themen, aber allerdings auch wie Düngemittelverkauf, etc. Wir haben eigene Silos, in das die Landwirte dann die Ernten liefern können. Und das betrifft dann auch im nächsten Schritt den Transport. ADM hat eigene Hochseeschiffe, LKWs. In den USA ganz stark, wird auch auf die Eisenbahn gesetzt tatsächlich dabei. Und wir verkaufen in die unterschiedlichsten Märkte dieser Welt, sowohl große Einheiten, ganze Schiffe, aber auch das lokal Getreide, Ölsaaten in kleineren Portionen an Unternehmen verkauft werden. Wir haben nahezu kein Endkundengeschäft. Daneben sind wir allerdings auch Verarbeiter unserer Produkte. Das heißt, wir haben mehrere Ölmühlen über die Welt verteilt, 4 davon auch in Deutschland. In Hamburg steht die größte Ölmühle Europas. Dort werden dann aus den klassischen Ölsaaten Soja, Raps zum einen der Schrot erstellt für den Tierfutterbereich, aber auch die pflanzlichen Öle, die dann in die Lebensmittelindustrie gehen, respektive in die teilweise auch eine technische Verwendung finden und logischerweise auch der Bereich Biodiesel beziehungsweise in den USA mit Ethanol. Daneben alles rund um Zucker und Stärke und Mehl. Auch das wird bei uns hergestellt. Auch da haben wir haben ganz normale Mühlen. Wir haben Stärkeproduktionsstandorte, auch da in Europa durchaus stark dabei. In den USA ist natürlich die Verarbeitung von Mais ganz wichtig. Zu dem Mais-Sirup. Und daneben für uns ein ganz wichtiger Bereich ist, der wird dann selber Nutrition genannt. Das heißt, wir machen auf natürlichen Rohstoffen basierende Zusätze für die Lebensmittelindustrie. Das können für Energy-Drinks-Basen sein, das können für Biere mit Geschmacksstoffen die Zusätze sein. Wir haben im Bereich der Nahrungsergänzung, relativ starken Arm im probiotischen Bereich. Das ist dann auch tatsächlich mal mit Endkundengeschäft verbunden.
Und auch der Bereich Forschung und Entwicklung ist da für uns sehr relevant. Da ist Europa auch eines der stärksten Einstellungen. Und ganz zum Schluss und seit Anfang 2019 dabei ist das Segment Tierfutter. Wir haben zwar immer schon kleine Tierfutterbereiche für Großvieh gehabt, aber mit der Akquisition von Neovia bedienen wir eigentlich die ganze Kette bis hin zu Aquakulturen und den Haus- und Heimtieren. Ich finde, da kann man das nochmal ganz, ganz schön sehen. Also auf Basis der ganz klassischen pflanzlichen Produkte, die wir auch in Rohform handeln und verkaufen, kommen wir dann am Ende an bis hin zu den veganen Burgern. Da gibt es in Brasilien ein Joint Venture zum Beispiel dazu, die Müsli-Riegeln, aber auch den Hunde- und Katzenleckerlis. So viel zu ADM. ADM Credit nochmal ein paar Worte dazu. Credit ist in unserem Geschäft eine relativ wichtige Einheit. Wir haben über die ganze Welt verteilt 120 Leute. Worauf ich sehr stolz bin, ist, dass mein Team sehr divers ist. Mit 35 Sprachen können wir ganz, ganz viele Kunden auch in ihrer Landessprache betreuen. Und 20 Nationalitäten helfen einfach auch die unterschiedlichen lokalen Bedingungen besser zu verstehen. Und gerade im Bereich der Forderungsbetreuung ist es nun mal was ganz anderes, wenn man nicht nur Muttersprachler ist, sondern auch die lokalen Begebenheiten kennt. In Europa ist unser Hauptstandort hier in Hamburg. Wir sind allerdings auch noch in Frankreich und in Großbritannien an den Standorten präsent. In den USA ist unsere größte Einheit in Decatur, das ist der ehemalige Hauptsitz der Firma. Aber auch sonst sind wir ganz gut über die Welt verteilt und die allermeisten von uns sind noch im Homeoffice bzw. kehren so langsam zurück. Die letzten 3-4 Monate waren dann natürlich ganz spannend für uns. Aber das hat soweit ganz gut geklappt. Ich sage zu unserer Covid-Situation ganz am Ende noch mal ein paar Worte. Ich glaube, das findet jeder dann auch immer ganz spannend. Ich finde es auch sehr spannend, wie andere Unternehmen in unserer Branche, aber auch in anderen Branchen mit dem Thema zurzeit umgehen. Um den Einstieg zu finden, Credit Risiko Management, ein paar Worte zu den Herausforderungen, die wir haben. Natürlich ist die ganz große Herausforderung immer das Thema, wie schätze ich meine Kundenbonität ein. Aber im ersten Schritt als ADM-Kreditorganisation, wir sind eine unheimlich breit aufgestellte Firma mit sehr vielen länderspezifischen Sachen, die auch über Akquisitionen und über lokale Besonderheiten ganz stark gewachsen sind. Das heißt also, wie stelle ich überhaupt meine Daten zusammen? Wie bringe ich meine eigenen Kundendaten so weit zusammen, dass ich überhaupt mein Exposure errechnen kann beim Kunden, die Kreditlimite errechnen kann, damit ich überhaupt verstehe, welches Geschäft wir damit machen, weil es ist einfach ein Riesenunterschied, ob wir einem landstaatlichen Regierungsorganisation, wie auch immer, 60.000 Tonnen Getreide verkaufen, oder einer mittelständischen Bäckerei das Mehl. Wie sorge ich dafür, dass diese ganzen Daten sauber erfasst werden? Wie kriege ich die Verhältnisse hin? Welche Einheit gehört jetzt zu wem? Was hat gerade ADM gekauft? Was hat der größte Spieler in unserer Branche, Kagel, gerade verkauft? Daten sind immer unsere ganz große Herausforderung. Das nächste Thema, was wir als Herausforderung erlebt haben in den letzten Jahren, dass wir immer stärker zentralisiert haben und damit mussten Abläufe auch verändert werden. Das ist dieses Shift of Control, betrifft natürlich, wer kontrolliert den Kunden, wer hat die Verantwortung über Limite, aber auch dieses Thema, wer versteht denn überhaupt den Kunden? Was wissen wir in zentralen Einheiten von den lokalen Begebenheiten? Landesspezifisch, produktspezifisch und auch von der Bedeutung der Kunden. Wie begleiten wir unsere Kollegen, wenn die Akquisitionen durchführen, also Neukunden gewinnen wollen, wenn Budgets aufgestellt werden, wenn Märkte sich verändern, Märkte erschlossen werden wollen? Wie sorgen wir intern für die Kommunikation? Wie sorgen wir intern für die Akzeptanz?
wie bekommen wir die neben den Finanzinformationen so wichtigen Marktinformationen? Riesenthema. Und dann kommt einfach noch hinzu, dass viele Kunden erwarten, dass sie in der Landessprache angesprochen werden, wie ich finde auch zu Recht das erwarten. Und unabhängig davon, wenn wir in der Erfassung unterwegs sind, in vielen Ländern gibt es sehr große landwirtschaftliche Einheiten, aber es gibt nun mal auch die kleineren landwirtschaftlichen Einheiten. Und dort den Anspruch zu haben, dass ich per E-Mail auf Englisch mit den Kunden kommuniziere, ist eine gewisse Herausforderung. Das sind so die Anforderungen, vor denen wir als Krediteinheit stehen und mit denen wir kämpfen müssen. Und dann kommen wir zu dem Thema, mit welchem Informationsdatendienst arbeiten wir zusammen. Wir haben uns für Büro van Dijk entschieden in einem Teilbereich. Ich komme gleich zu dem Thema, warum wir uns für Büro van Dijk entschieden haben. Und ein Teilbereich ist unser EMEA-Segment und APAC. In Nordamerika und in Südamerika haben wir jeweils andere Informationsanbieter. Aber die grundsätzliche Frage ist, wie raten wir 50.000 Kunden? Wie stellen wir sicher, dass wir Veränderungen bei 50.000 Kunden und x-tausend Potenzialkunden überhaupt mitbekommen? Wie sorgen wir dafür, dass unterschiedliche Bilanzaufbauten, teilweise in lokalen Sprachen, lesbar sind für uns? Maschinell verarbeitbar. Wir haben ein zentrales System, nennt sich GetPaid. Da muss der ganze Kram ja dann auch rein. Und der Fokus der Kollegen im Kreditbereich kann ja nicht nur die Datenerfassung sein, sondern unser Fokus muss die Kommunikation mit dem Kunden sein, die interne Kommunikation und die Analysetätigkeit. Wir haben uns einige der globalen Datenanbieter angeschaut. Es gibt nicht den Anbieter, das ist meine Erfahrung, der alles abdecken kann. Aber für einen sehr großen Teil dieser Welt haben wir mit Büro van Dijk, wie wir finden, einen sehr guten Partner gefunden. Und zwar im ersten Schritt, was für uns natürlich ganz wichtig war, Büro van Dijk kannte die allermeisten Kunden. Wir haben unser Portfolio mehrere Anbieter zur Verfügung gestellt, unsere Kundendaten dabei auch. Ein Riesenprozess auch bei uns intern mit den Datenschutzvereinbarungen. Wir können ganz froh sein, dass wir quasi keine Privatkunden haben und insbesondere in der EU keine Privatkunden. Und haben uns angeschaut, wie hoch eigentlich die Quote ist der Unternehmen, die Kreditinformationsgesellschaft Büro van Dijk und seine Wettbewerber überhaupt kennt. Und da hat BVD sehr, sehr gut abgeschnitten. 100% ist unmöglich. Wir hatten gedacht, alles über 60% ist super. Da sind wir wieder bei dem Thema Datenqualität. Da sind wir dann einfach auch in Jurisdiktionen unterwegs. Wir haben ein lokales China-Geschäft. Das ist einfach schwer zu greifen. Wir sind deutlich über die 70% gegangen mit BVD. Das ist schon ein toller Wert, auch weil für uns Asien und Afrika wichtige Märkte sind. Und auch da haben wir eine ganze Menge an Treffern gehabt und auch qualitative Informationen. Und dann kommen wir zu dem Thema Verarbeitbarkeit. Das Format ist identisch, und zwar egal, in welchem Land oder für welches Land man es bezieht. Das macht die Verarbeitung für uns einfacher. Das macht die Lesbarkeit auch in den unterschiedlichen Regionen einfacher. Sprich, wir können die Augen auf die für uns wichtigen Informationen bringen. Es gibt eine globale Identifikationsnummer je Unternehmen. Damit können wir auch bei uns intern arbeiten, das Ganze verknüpfen. Es gibt dann, was den manuellen Teil, was die letzten 25% betrifft, gibt es ein manuelles Matching-Tool, so nennen die das, dass wir halt Vorschläge von BVD mit unseren Kundendaten zusammenbringen können, wo die Trefferquote nicht ganz einheitlich war. Wir konnten Regeln aufsetzen, welche Wahrscheinlichkeit, dass der Treffer passt, auch direkt automatisiert zugeordnet wird.
Wir fanden es ganz, ganz wichtig, dass der Shareholder mit Moody's eine starke internationale Präsenz hat. Die Preise haben gepasst. Informationen sind natürlich nie geschenkt, aber das Verhältnis hat gepasst. Und ganz wichtig für uns war die Art, wie BVD an das Thema Soft-Fact-Rating rangeht. Finanzrating ist immer historisch unterwegs, sehr, sehr wichtig. Aber es gibt nun mal auch genügend Unternehmen, die keine Finanzzahlen veröffentlichen oder in denen sie relativ alt sind. Und dann kann man ein Soft-Fact-Rating dazu ziehen. So etwas wie Markteinschätzung, das trauen wir uns ganz gut selber zu. Aber das Verhältnis, wie ist das Alter, wie bewertet man Shareholder-Strukturen? Da ist es ganz gut, wenn man einen Partner hat, der auf der einen Seite auf sehr viele Kunden und eine langjährige Erfahrung basiert und auf der anderen Seite auch einen einheitlichen Ansatz hat. Richtig, falsch, das ist in der individuellen Betrachtung mal so. Aber die Einheitlichkeit, die Vergleichbarkeit, die wir weltweit ansetzen können und die Tatsache auch, wie die BVD-Ratings mit unseren manuellen Ratings übereinstimmen, aber auch mit den Ratings, die zum Beispiel Kreditversicherer, die wir in sehr wenigen kleinen Teilbereichen haben, übereinstimmen. Das waren so die großen Treiber für uns, die dann letztlich diese Zusammenarbeit initiiert haben. Die Zusammenarbeit basiert im Wesentlichen, wenn wir uns das Thema Finanzratings anschauen, darauf, dass wir diesen More Score, Frau Isel sagt im Zweifel nachher noch was dazu, BVD bietet uns unheimlich mehrere auf Finanzzahlen basierende Scores an. Wir haben uns auf den More Score fixiert, der von Mode Finance bei denen erstellt wird, der sehr gut zu unseren Rating-Modulen passt, auch was das Thema Übersetzbarkeit in unsere Welt betrifft, also sprich, dass wir wissen, ein BB ist für uns im Bereich Moderate High Risk. Das ist das eine und der von mir erwähnte qualitative Score, der MFI Score, der für uns wirklich ein Gewicht hat und auf dem wir zum Beispiel auch Entscheidungen basieren, wenn keine Finanzzahlen zur Verfügung stehen. Wir haben lange darüber diskutiert, ob wir Themen wie Umwelt, Nachhaltigkeit, Compliance mit reinnehmen. Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir glauben, die zusätzliche Erhöhung der Komplexität hätte nicht den Mehrwert für uns gebracht, den wir suchen. Eine etwas verwirrende Folie vielleicht zum Thema qualitativer Score. Die beiden Folien jetzt gerade habe ich natürlich von BVD geklaut. Dieses Thema, was da alles mit reinfließt, wie groß sind die? Welche Shareholder gehören dazu? Wie sind die Konzernstrukturen? In welcher Branche sind die Unternehmen unterwegs? Diese Reduzierung komplexer Bestandteile oder vieler individueller Bestandteile auf einen Score, der ist aus meiner Sicht sehr attraktiv gewesen und wir haben damit bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, also die Zeit, die Kapazitäten, diese Menge der Informationen zu sammeln, geschweige denn aufzubereiten. Und was wir definitiv nicht leisten können, ist die historische Überprüfbarkeit. Das sogenannte Backtesting, dafür haben wir weder die Ressourcen und auch nicht die Systeme. Und das, was wir uns zutrauen würden im Finanzbereich, in den reinen zahlenbasierten Teil, auf der qualitativen Ebene zu leisten, das als dazu zu bekommen, das ist ein riesen Mehrwert für uns. Wie arbeiten wir mit BVD zusammen? Auf drei Ebenen. Zum einen gibt es den sogenannten Credit Catalyst, der wird in Frankreich, nur in Frankreich bei uns angesetzt, liegt daher, dass wir da im Tierfutterbereich stark unterwegs sind, dass wir viele kleinere Landwirte, Genossenschaften etc. haben und insbesondere die automatisierten Warnmeldungen rund um Insolvenzen und Ähnliches dort eine Riesenrolle spielen und wir ein gewisses Portfolio dann auch abdecken können. Dann haben wir auf der zweiten Ebene diese sogenannten Ad-Hoc- und Batch-Requests. Das heißt, wenn die Vertriebsseite um die Ecke kommt und sagt, wir wollen die Max Müller KG
als Neukunden gewinnen? Was könnt ihr euch vorstellen? Dann muss man natürlich einmal direkt ins System gehen oder man kriegt von der Vertriebsseite 10 Unternehmen genannt. Die werden dann quasi in einer Batch-Verarbeitung hochgeladen und wir kriegen dann die Orbis-Reporte. Wir haben uns diese Orbis-Berichte selber strukturiert, indem wir die Masse der Informationen wieder filtern. Wir haben die Anzahl der Finanzkennzahlen reduziert auf die für uns wesentlichen, bekommen also damit relativ schnelle Informationen, die wir als Basis für unsere Entscheidung nutzen können. Immer nur als Basis. Die finale Entscheidung bleibt bei uns. Und ganz wichtig, dass im rechten Bereich die Zusammenarbeit und die Verbindung zwischen BVD und unserem GetPaid-System. GetPaid ist unser zentrales Kreditsystem, über das sowohl das Mahn- und Forderungswesen läuft, aber auch über das die Kreditanalyse erfolgt, die Limiteinmeldung erfolgt, etc. Und da ist es so, dass wir quartalsweise mehr als 15.000 Kunden hochladen. Der Tierfutterbereich ist immer nur am Rande mit dabei, da ist eine breite Masse an Kunden, aber da sind auch sehr viele Privatpersonen mit drin. Die werden, wie gesagt, hochgeladen und wir bekommen dann aggregiert Informationen zurück, inklusive einer Übersicht dort, wo im Zweifel BVD sich unsicher ist, meinen wir jetzt den Kunden Max Müller KG oder meinen wir Max Miller KG. Da muss man dann nochmal manuell rein. Und das Ganze wird in unser GetPaid hochgeladen. Das heißt, wir haben immer quartalsweise aktualisierte Ratings. Wir haben uns für einige Rating-Einheiten dort entschieden. Ich sagte die Finanzzahlen, den qualitativen Score, noch ein paar mehr. Die werden dann miteinander vermischt und zu einem ADM-Score verwandt, den wir sehen können. Und wir hinterlegen auch direkt in unserem GetPaid-System die Kernfinanzzahlen, sodass man nicht immer in einen Bericht und in eine gesonderte Datei gehen muss, sondern wenn ich mir den Kunden bei uns in unserem System anschaue, habe ich die letzten aktuellen Daten, sei es Umsatz, Gewinn, Mitarbeiteranzahl, so sie denn vorhanden sind. Und ich habe auch die BVD-Nummer. Das heißt, unabhängig von unseren eigenen Kundennummern, die über die verschiedenen Standorte, Länder, Systeme variieren, habe ich damit eine zentrale Kennziffer, die ich nutzen kann. Das sind die drei Bereiche, bei denen wir mit BVD zusammenarbeiten. Dem entgegen steht natürlich immer noch, oder entgegen begleitend ist immer noch unser eigenes Scoring, indem wir manuell Zahlen eingeben, indem wir unsere eigenen Analysen machen und wo wir dann auch zu einem eigenen selbst erstellten Rating kommen. Das müssen wir dann händisch in unser GetPaid eingeben. Diesen manuellen Ansatz machen wir zum Beispiel, wenn wir aktuellere Zahlen haben, als sie bei BVD hinterlegt sind, wenn uns der Kunde vorläufige Zahlen, vierteljährliche Zahlen, wie auch immer, zur Verfügung stellt, insbesondere wenn sie vertraulich sind. Aber auch teilweise, wenn wir für uns wichtige Kunden haben, die wir persönlich positiv einschätzen, positiver einschätzen, als das Rating, das wir von BVD bekommen, es zeigt. Da können wir einfach andere Gewichte reinlegen, je nachdem auch, wie wichtig unsere Produkte sind, zum Beispiel für diesen Kunden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir bezahlt werden, ist vielleicht ein bisschen höher, als dass der Lieferant von, weiß ich nicht, Reifen oder Ähnlichem bezahlt wird. Da können Themen mit reinkommen, dass wir unsere eigene Markteinschätzung nochmal überprüfen. Und es kommt einfach auch mit rein, dass ich gerade bei unseren großen und sehr großen Kunden im Zweifel etwas detaillierter Bescheid wissen möchte, als nur, der ist jetzt mit Doppel-B geratet, sondern auch wirklich ein Gefühl zu den Zahlen bekommen brauche, um meine Entscheidung zu treffen. Und da hilft es einfach ungemein, die selbst einmal einzutickern. In diesen drei Bereichen arbeiten wir. Auch das bringt natürlich Herausforderungen für uns mit, weil im ersten Schritt schießen wir unsere Daten hoch. Das sind unsere 15.000 Kunden. Liebe BVD, gib uns dazu Ratings. Und dann haben wir da Rechtschreibfehler drin. Oder die Adresse ist nicht vollständig. Oder noch schlimmer,
die Adressdaten sind seit 20 Jahren dieselben, funktioniert ja. Da müssen wir in dieses Matching-Tool einsteigen. Das war am Anfang ein Riesenaufwand. Das ist immer noch Aufwand, weil bei uns unsere Portfolien sich entwickeln. Aber man kommt da ganz gut zusammen. Nächstes Thema, wo wir ein Problem haben, ist, was ich eingangs angesprochen habe, wenn Firma Max Müller von ADM an Kagel verkauft wird oder von Volkswagen an BMW. Das müssen wir nachvollziehen, weil wir schauen uns halt nicht nur das Einzelrating an, sondern wir schauen uns auch das Rating einer Gruppe an. Und dann ist es auf einmal ganz, ganz überraschend, dass das Gruppenrating sich massiv verändert, weil wir erstmal nachvollziehen müssen, dass der Kunde nicht mehr zu der Gruppe gehört, die wir selber, wie wir dachten. Dann muss es in unsere Systeme kommen. Matching hatte ich angesprochen. Und da haben wir das Thema, wir haben nur eine Schnittstelle. Diese eine Schnittstelle muss aber für die drei Anbieter, die wir haben, funktionieren. Das heißt, wir mussten mit BVD eine Lösung finden und die haben wir auch gefunden, dass es ein einheitliches Format ist, das wir verarbeiten können, das die Kollegen aber auch verarbeiten können auf der anderen Seite. Wir mussten die abstimmen, auch auf beiden Seiten, was ist ein guter Zeitpunkt im Quartal, in dem wir die Daten schicken, in dem BVD die Daten zurückschickt, weil einfach auch die Ressourcen da sein müssen, auch das wiederum auf beiden Seiten. Denn das klingt so ganz schön, wir drücken auf den Knopf, schicken unsere 15.000 als Datei rüber, BVD drückt auf den Knopf, schickt die 12.000 Treffer und die 3.000 unklaren zurück. Und dann sitzt einer noch mal eine halbe Stunde dran und macht das Matching. Das funktioniert nicht. Die Datenerstellung muss validiert werden auf unserer Seite. Die Analyse muss validiert werden auf BVD-Seite. Das Matching muss durchgegangen werden. Das ist Zeit und dann müssen wir validieren, wie es in unserem System ankommt. Das musste getimed werden. Das hat auch ein bisschen gerumpelt. Sowas muss auch rumpeln, damit eine Zusammenarbeit dann auch ganz gut funktioniert. Dann hatten wir einfach das Thema erstmal intern, wollen wir das eigentlich? Es gibt Ressentiments der Kollegen, berechtigte Ressentiments, die sagen, ich mache den Job seit 20 Jahren, ich weiß nun mal, wie der Markt tickt und jetzt muss ich mir von irgendeinem Unternehmen, das dann auch noch in Deutschland sitzt im Zweifel, sagen lassen, der Kunde ist gar nicht ein niedriges Risiko, sondern das ist ein hohes Risiko. Oder machen die das nur, weil sie meinen Job wegrationalisieren wollen? Da gehört viel Überzeugungsarbeit dazu, gehörte viel Überzeugungsarbeit. Einfach auch dieses Erklären, dass die Kreditkompetenz nicht genommen wird und dass die persönliche Entscheidung und das persönliche Wissen immer noch eine Rolle spielt. Das ist nur ein Baustein. Aber dass wir auch weder Zeit noch Ressourcen haben, 50.000 Unternehmen regelmäßig zu raten, zu scoren. Plus, wenn ich so etwas nur noch mechanisch mache, ich im Zweifel irgendwann nicht mehr die Zahlen lesen kann. Das, was ich eingangs sagte, ich muss mich bei großen Kunden auch mal mit den Detailzahlen beschäftigen. Wenn ich das 10-mal am Tag mache, dann lese ich die Zahlen nicht mehr, dann bekomme ich sie nicht mehr mit. Und dann das letzte Thema, jetzt haben wir den ganzen Kram, wie nutzen wir ihn? Was wollen wir davon überhaupt nutzen? Was lassen wir in unser ADM-Rating, unser ADM-Scoring mit einfließen? Und dann, für uns ganz wichtig, wie gehen wir mit Länderrisiken um? Wir sind sehr, sehr, sehr internationalisiert. Wir arbeiten auch gern und viel mit schwierigeren Ländern. Wir sind von Sanktionen befreit. Das heißt, wir liefern auch in Länder, bei denen man ganz überrascht ist, dass amerikanische Konzerne dort reinliefern. Dieses Länderrisiko selber bildet logischerweise das Einzelrisiko des Kunden als solches nicht ab, weil wenn wir das einfach pauschal mit rüberziehen würden, kann ich nun mal eine Einkaufsgesellschaft eines Landes nicht zwingend mit dem Länderrisiko per se in Einklang bringen, da wenn Lebensmittel geliefert werden, ist das nun mal etwas anderes als das Thema, dass ich einen Klageprozess über Plagiate lokal führen muss. Schweige denn, ob denn überhaupt das Thema Jurisdiktion funktionieren Gerichte. Wir haben uns dafür entschieden, bei dem Thema Länderrisiko einen individuellen Weg zu gehen, weil wir dort auch wirklich die Unterscheidung machen, sind wir lokal aktiv, haben wir im Zweifel lokale Werke,
mit welchen Produkten sind wir aktiv, nutzen natürlich auch dafür externe Quellen dabei. Aber das war wirklich so ein Thema, wo wir gedacht haben, das können wir nicht komplett automatisieren. Dafür ist unser Geschäft zu international. Und dann noch ein paar Worte, was machen wir denn eigentlich heute? Wir haben eine neue Welt. Wenn ich mir heutzutage Finanzzahlen von 2019 anschaue, ist das nett. Nur es spiegelt nicht Covid wieder. Diese Pandemie, die wir haben, ermöglicht mir auch keine Simulationen auf Basis historischer Betrachtung. Auf einmal sind Industrien gefährdet, über die wir uns nie Gedanken gemacht haben. Ich meine, die belgische Regierung hat ihre Bevölkerung dazu aufgerufen, mehr Kartoffeln zu essen, weil der Pommesabsatz massiv eingebrochen ist. Wir stellen auf einmal fest, wie vernetzt unsere Welt wirklich schon ist, aber auf der anderen Seite, wie individuell unsere Welt auch weiterhin geblieben ist. Ganz am Anfang der Pandemie ist auf einmal unsere Kunden im Bereich der Aquakulturen, insbesondere Schrimps, massive Zahlungsprobleme bekommen. Wo man sich die Frage stellt, weil ich mir die Frage gestellt habe, warum? Naja, herausgefunden, irgendwann so etwas wird ganz, ganz selten zu Hause verarbeitet. Das wird nur in Restaurants gegessen, insbesondere im südostasiatischen Bereich. Wenn die Restaurants zu sind, dann wird der Kram nicht mehr verkauft. Wir mussten also unsere eigenen Prozesse hinterfragen, weil unsere traditionellen Ansätze nicht mehr funktioniert haben. Wir sind dazu übergegangen, wir haben es bei uns intern Overcommunicate genannt, wir sind dazu übergegangen, wir sprechen viel. Es ist ganz spannend, man realisiert, wie viel man auch im Nicht-Präsenz-Bereich sich unterhalten kann. Man greift dann doch schneller zum Headset und ruft den Kollegen über Teams an oder die Kollegen rufen uns schneller an. Also der Austausch ist sehr, sehr eng geworden. Und wir hören uns viel mehr Meinungen an aus anderen Bereichen. Was für ein Gefühl hat der Händler, wenn er bei dem Kunden auf dem Hof steht? Was sagt uns die Logistik? Gibt es irgendwie Probleme mit der Auslieferung? Wir haben Akquisitionen zurückgefahren. Wir haben das Wachstum am Anfang erstmal zurückgefahren und haben uns so ein bisschen in unsere eigene kleine Familie zurückgezogen. Kunden, die wir lange kennen. Wir haben das Thema Software Grading noch deutlich mehr verstärkt. Weil das ist etwas, was wir auch als verlässlich im Rahmen von Covid betrachtet haben. Parallel haben wir unsere internen Prozesse, unsere internen Entscheidungsebenen massiv verschärft, haben die Bereichsleitung, die Regionalleitung deutlich mehr in die Pflicht genommen, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich unsere Überfälligkeitenquote per Ende August besser ist in 2020, als sie per Ende August 2019 war, weil die Kooperation auf Vertriebsseite, auf Finanzseite, auf Ebene des Managements viel, viel enger geworden ist. Wir sind viel aktiver beim Forderungseintreiben und die Produkte, die wir kaufen, werden gebraucht. Shrimps-Bereich hat mal ein Problem gehabt, sodass wir bisher noch keine wirklichen Covid-bedingten Spuren in unserer Bilanz sehen. Wir, respektive ich, sind allerdings sehr, sehr pessimistisch für das vierte Quartal, für das erste Quartal 2021, sei es das Aussetzen der Insolvenzanmeldung in Deutschland, das Zombie-Unternehmen geschaffen hat, sei es die Tatsache, dass unheimlich viel Liquidität über die Regierung in nahezu allen globalen Märkten reingepumpt wurden. Und ich persönlich glaube, auch die Psychologie spielt eine Riesenrolle und momentan klammern sich noch ganz viele daran und sagen sich, naja, das wird schon wieder, das wird schon wieder, wir schaffen das schon. Und ansonsten, man darf einfach in sich nicht verrückt werden lassen, denn es wird schlimmer werden. Das war es soweit von meiner Seite.